kein Fußballtrainer dieser Welt, der einigermaßen bei Verstand ist, würde seinen besten Torjäger grundlos und mitten in einer Krise suspendieren. Borussia Dortmund hat es getan, aus gutem Grund. Man darf also davon ausgehen, dass Pierre-Emerick Aubameyang etwas ausgefressen haben muss, das seinen Trainer auf die Palme treibt. Gehen wir mal logisch vor. Verspätungen beim Training können nicht alleine der Grund gewesen sein. Erstens. Aubameyang ist selten pünktlich. Beim BVB kennt man ihn seit 2013 nicht anders. Zweitens. Würde Peter Bosz auf eine solche Verspätung überreagieren, wäre er selbst entblößt. Eine Suspendierung allein wegen zu spät Kommens würde nämlich in aller Öffentlichkeit dokumentieren, wie nervös und angespannt der Trainer wäre. Bosz versucht, genau das Gegenteil zu demonstrieren. Alles beim BVB wird irgendwie gut, wenn man nur ruhig und sachlich bleibt. Da passt Aubameyangs Freistellung nicht ins Bild. Sicherlich nervt es Trainerstab und Mitspieler, wenn der Mann aus Gabun Sonderrechte für sich reklamiert und seine Verspätung bei jedem zweiten Training mit fadenscheinigen Gründen entschuldigt. Aber deswegen eine Suspendierung. Kommentar: Borussia Dortmund hat den Torjäger für das Spiel an diesem Freitag beim VfB Stuttgart suspendiert. Aubameyang muss aufpassen, sagt Peter Müller. BVB. Die Geduld mit Aubameyangs Extravaganz hat Grenzen. Bleiben wir in der Logik des Trainers. Er weiß um die Gefühlslage der Mannschaft, die verbissen einen Weg aus ihrem Leistungstief sucht. Seine besten Spieler kehren von ihren Länderspielen zurück und möchten jetzt die Serie von 4 sieglosen Spielen mit 7:12 Toren beenden. Und dann ist da einer aus den eigenen Reihen, der rumspinnt. Der so laut lacht, dass man ihm jede Fokussierung auf die BVB-Lage absprechen muss. Der auf Instagram ein Leben zelebriert, das alles Mögliche im Mittelpunkt zu haben scheint, nur nicht Leistungssport. Dann sitzen diese Mitspieler in der Umkleidekabine und schauen ihren Trainer an. Wie lange will er sich das gefallen lassen, dass da einer nicht mitzieht? So denken Fußballspieler nicht nur in der Bundesliga. Da unterscheiden sich Profis nicht von Spielern in der Bezirks- oder Regionalliga. Videodreh am Tag vor dem Abschlusstraining. Die Vorwürfe an Aubameyang werden nicht grundsätzlich schwerwiegend gewesen sein. Sonst wäre er nicht nur für ein Spiel rausgeworfen worden, aber doch so gravierend, dass Bosz nicht anders handeln konnte. Er musste den Spielern ein Zeichen setzen, wo seine Grenze liegt. Zuletzt umgab Aubameyang ein auffallendes Klientel. Er posierte auf Instagram mit Sean Garnier, einem Athleten von der Getränkefirma Red Bull. Selfies am Spielfeldrand. Das ist nichts Schlimmes. Zur Eskalation kam es am Tag vor dem Abschlusstraining.